Oh, is Baba here? Hey Frank, kannst ruhig nach Hause gehen? Ich pass schon hier auf, ist überhaupt kein Problem. Geh nach Hause, Junge. Aber kannst du mir, bevor du gehst, ein Bierchen machen? Ich habe so ein Durstchen. Könntest du nicht, ne? Alles muss man alleine machen. Hauptsache egal. Hör mal, weißt du den Unterschied zwischen einem Mann und einer Laterne? Hab ich vergessen. Nein, nein, nein. Tata, die Gisela ist da. Hör auf, Rosi. Ist doch wahr. Warte mal. Ja, mach junge Dame, hier, bitteschön. Danke. Frust. Frust. Was machst du denn hinter der Theke? Der Frank ist nach Hause gegangen. Seine Frau kriegt sein Baby. Was ist denn, Gisela? Ach, ich habe einfach kein Glück mit den Männern. Erzähl mir irgendwas, was ich nicht schon weiß. Aber diesmal ist es anders. Ja, ja, ja. Warst du wieder mit einem verheirateten Mann im Bett? Nein. Gisela? Na gut, ja. Gisela, du altes Flitzchen, du. Prost. Prost. Aber er hat gesagt, er sei schon geschieden. Ja, das sagen sie alle. Na gut, getrennt. Ja, ja. Ja, okay, er hat gesagt, seine Frau ist im Urlaub. Gisela, Hauptsache egal, trink den Scheiß, Frust. Und heute, da ist sie wiedergekommen und hat uns im Zimmer gefunden. Ei, ei, ei. Und sie sagte zu ihm, die sind Flitschen nochmal. Sag ich doch. Und er sagte, es ist nicht das, was du denkst. Nein, das ist viel schlimmer. Und sie sagte, entweder sie oder ich. Und er sagte, es gibt nur dich. Mich? Und was habe ich damit zu tun? Hä? Rosi. Ist doch wahr. Ich habe verstanden mich, aber er meinte dich. Also sie. Moment mal, wer denn jetzt? Ich bin total verwirrt gerade. Sie, die blöde Kuh. Ich will nur einen Kölsch haben. Nein, Gisela. Du kriegst kein Bier mehr von mir. Was soll das denn jetzt? Das. Lässt du mich jetzt auch noch im Stich, oder was? Du bist meine allerbeste Freundin, Rosi. Du kriegst was Stärkeres. Ein richtiges Herrengedeck. Oh, Herrengedeck, so. Das passt ja. Delirium, Delarium, wir werden voll wie ein Aquarium. Was? Schweine, traue ihnen nicht, mein Kind. Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Hey, man. Und weißt du was, Rosi? Was denn? Das aller Schlimmste. Was denn? Ich hatte mir seinen Namen schon tätowiert. Ah, also mein lieber Gesangsverein, so. Ali, Paul, Uwe, Kevin, Oma, Amir. Rosi. Hör mal, hast du ganz Korbweiler vernascht oder was ist los? Nein. Der Ali wohnt in Port. Der Ali aus Sports kenne ich gut so.
Schlampe! Prost! Gib mir deinen Arm her. Rosi! Ja, was denn? Was machst du da? Ich bin gerade kreativ. Pass auf, du hast keinen Platz mehr. Ja, ich weiß. Also, du musst ein paar Namen umändern, verstehst du? Nee. Zum Beispiel hier aus Ali kannst du Kali machen. Ah. Ganz einfach. Hier aus Paul kannst du mit einem kleinen Strich Raul machen. Ich hoffe, er hatte einen ganz großen Strich. Gisela, ja. Schau mich in die Augen. Die Größe ist nicht entscheidend, verstehst du? Echt nicht? Gar nicht, glaub mir. Und hier aus Uwe kannst du Puwe machen. Uwe? Puwe. 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 Ist das dein Name? Keine Ahnung. Aber lieber einen Namen ohne Mann, als einen Mann ohne Namen. Oder? Das stimmt. Gisela, pass auf. Es bleibt sowieso alles, wie es wird. Ja. Ja. Also. Genau. Ja, ist so. Ist so. Hauptsache egal. Komm, Frust.